Okay, jetzt muss ich mal überlegen. Also, ich habe irgendwo, wo ich grinden kann und dann in eine Pipe reinkommen. Also in eine Quarter wird mir auch schon reichen, dass ich halt meine tollen zwei Grinds machen kann und dann den 900 hinten dranhängen. Gibt es das hier irgendwo? Da sehe ich was. Okay, ich habe das nicht gedrückt. Oh, Entschuldigung. Ich weiß nicht, war das gut? War das schlecht? 89. Nicht so, ne? Ich glaube, wir bauen so 93 oder so. Na gut, okay. Mit dem Versuch kann man leben. Ich musste mir ja sowieso noch erst nochmal alles angucken. Aber ich habe schon einige Sachen gesehen, die ich halt so miteinander verbinden kann. Dass ich halt quasi meinen Special Grind machen kann und dann den 900 hinten dran hängen kann. Vielleicht. Oh, das wäre so toll, wenn das was werden geben würde. Ey. Oh. Okay, jubelt einfach mal, alles klar. Jetzt wird hier nicht gejubelt, oder was? Oh nee, ich will hier raus. Okay. Das war jetzt nicht so gut. 83. Aber wir haben ja noch einen Versuch. Gucken, wie jetzt so die Punkte sind. Also muss ich schon 92, also 91, 92 müssen auf jeden Fall schon drin sein. Ich gehe mal jetzt nicht davon aus, dass wir das jetzt schaffen. Aber wäre schon schön, ne? Nee, ich mach das direkt schon mal neu. Ach komm, was ist das denn für eine Quarter da? Ja, das ist beim Replay, das ist so, weil das halt in Zeitlupe ist und dann zerschrottet sich das so komplett.
Ich würde da gerne mal hoch, aber ich darf ja anscheinend nicht, ey. Jump in the homes. Mann. Wir kriegen das hin. Sie kriegen das hin. Ich bin's. Ich hab's. Okay. Kritisches Publikum jubelt nur bei Special Tricks und mehr als 10.000 Punkten. Ach, hast du schon alle analysiert? Oh Mann, das nervt. Ich habe halt die Kopfhörer schief auf und dann drückt das halt nicht symmetrisch auf meine Brille und dann ist das so ein bisschen komisch. So, ich möchte gerne den 900 möchte ich gerne hier über die Dings machen. Habe ich nicht geschafft. Egal. Okay, das war schon mal gut. Ich habe da noch nicht so meine Line. Ja, wunderschön. Ach, come on. Mann. Bin ich da gerade an der Lampe da oben hängen geblieben? Das tut mir leid. Warum? Was ist das für eine behinderte Rampe, bitte? Ich benutze die nicht mehr, die ist scheiße. Funktioniert nicht. Mann. Ach komm, ey. Ich
kann mich nochmal aus dem letzten Stream wiederholen, dass irgendwer, wer auch immer diesen dummen Park hier hingebaut hat, hat keine Ahnung gehabt. Mann. Mich stört das. Ich darf nicht hinfallen, deswegen starte ich immer wieder neu. Weil das zieht halt auch Punkte ab, das Hinfallen. Und dann will ich immer zu viel. Und dann denke ich mir, ach komm, machst du noch eine Drehung? Und ja, das war dann zu viel. Scheiße hier, ey. Nix kannst du. Ja, dankeschön. Mich stört der Typ auch. Und der dumme Bulle, der hier außen rumläuft, der nervt auch. 54.000 Punkte, das ist nichts. Hallo, Dennis. Ich glaube, du musst mir nicht helfen. Philadelphia habe ich schon geschafft. Ja, und hier, das werde ich dann wahrscheinlich auch hinkriegen. Also kannst du deinen Sachen, die du vorhast, nachgehen. Was soll das für eine Gap sein, bitte? Das ist total dumm. Mach das. Ich benutze diese dummen Titten, die da sind, immer wieder, ne? Was muss man bei diesem High Mega Big Drop? Muss man da nochmal machen? Ich glaube X drücken da unten. Ich weiß es nicht mehr. Hin. Kriegst du wegen der Mucke in Tony Hawk's Pro Skater keine Probleme mit Twitch? Ich überlege, ob ich auch streamen soll, aber ich weiß nicht, ob ich lieber muten soll. Weil ich habe die letzten paar Mal auch keine Probleme bekommen. Ich lasse die ja nicht als, VOD oben. Deswegen weiß ich nicht, ob da live kann, glaube ich. Weiß ich nicht, ob da irgendwas passieren kann. Und da ist jetzt, also jetzt momentan ist da sowieso viel Geschredder und bla dazwischendurch. Irgendwie, ich glaube nicht, dass da Twitch irgendwas erkennt. Weiß ich nicht.
Es ist ja nur noch hier das. Das hier ist das Level, letzte Level, was wir mit Twitch. Mit Tony Hawk haben. Und dann ist das hier sowieso durch. Bei mir jedenfalls. Mann, ey, ich hab einfach nicht, nicht meine Line. Das ist halt ein beschissener Dreckspark. Live wird, soweit ich weiß, auf Twitch noch nicht getrackt und wenn man danach die entsprechenden VODs löscht, gibt es eigentlich keine Probleme. Du hast da auf jeden Fall mehr Ahnung als ich, weil ich stream nur einmal im Monat, wenn überhaupt. Dahin. Ich will da hoch. Wie soll ich das denn machen sonst? Okay. Gibt ihr nicht 6000 Punkte? Oder so? Die kann man ja mal mitnehmen, ne? Dann fahre ich nicht da links raus, sondern durch das Ding da durch. Mann, dieser dumme Hubbel da. Früher wurden automatisch die jeweiligen Stellen der Aufzeichnung gemütet und angeblich wird inzwischen härter geworden, wenn man neu ist oder gleich was passiert. Nein, 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 ich will doch jetzt noch nicht dahin, Junge. Ich will doch hier erstmal noch ein paar Pünktchen einsacken, nur. Jetzt können wir dahin. Ja, jetzt ist zu spät, Junge. Jetzt möchte ich gerne grinden. Ja, das war klar, weil den habe ich eigentlich auch nicht gedrückt. Nee. Vorsichtshalber setze ich mich damit immer mal wieder auseinander, vor allem wenn es um potenzielle Karaoke-Streams geht, die ich nicht ganz gerne mal... Karaoke-Streams? What the fuck? Seit wann das denn? 91. Boah.
Mein Gott. Ja, das war nicht gut. Der Anfang war gut, aber dann mit dem Hingefalle und so. Dritter. Oh, nee. Ja, Mama, ja. Nee, ich will... Nee, nein. 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 Erste. Nein. Ja. Ja, Erste wollen wir werden, bitte. So. Also, das war jetzt mal ein bisschen gut. 97 Punkte. Uiuiui. Das war mal gut. Jetzt sind die anderen bestimmt auch gut. Na gut, 91. Jetzt habe ich schon mal einen guten Vorsprung gemacht. Puh, jetzt möchte ich das gerne nochmal so. Jetzt bloß nicht aufgeregt sein. Okay. Das war jetzt nicht ganz so gut, aber... Immerhin noch 95 Punkte und ich würde sagen, wir könnten das jetzt schon abbrechen. Wir brauchen gar nicht den dritten Versuch zu machen, glaube ich mal. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir machen einfach mal Wettbewerb beenden. Ja, ganz alleine geschafft. Ah, wundervoll. So, schön, das freut mich. Ja, würde ich sagen, gucken wir uns nochmal, glaube ich. Ne, ich glaube, ich habe das beim letzten Mal auch weggedrückt. Wir gucken uns jetzt das schöne... Ich denke mal, es ist ein Bale-Video. Werden wir uns mal angucken. Sollte ich hier gleich was mitbringen?
Eigentlich wollte ich nicht, dass du mir was mitbringst, aber wenn die eine Kirschtasche da haben, würde ich gerne eine Kirschtasche haben. Falls sie keine Kirschtasche haben, dann Kirschtasche, dann hätte ich gerne eine Apfeltasche. Und wenn sie keine Apfeltaschen da haben, dann hätte ich gerne nix. Habe ich schon ewig nicht mehr gegessen. So, ja, jetzt können wir uns noch ein Video angucken, was wir auf jeden Fall noch nicht gesehen haben. Deswegen viel Spaß. Autsch. Spitze! Karrieremodus abgeschlossen. Das Cheat-Menü ist aktiviert. Spider-Man ist da. Mit anderen Charakteren kannst du andere Cheats freispielen. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, gerne speichern. Was lädst du? Ah, den Abspann. Ja, den gucken wir uns natürlich noch an hier, ne? Wird ja wahrscheinlich nicht ganz so lang sein wie bei den heutigen Spielen. Ich glaube, der am Ende ist jetzt impotent. Das ist möglich. Ja. Mich freut, dass wir das komplette Spiel doch noch komplett alleine geschafft haben. Das war ja, zweimal gab es ja, hatte ich mir überlegt, dass Dennis mir vielleicht hilft. Das war halt einmal bei dem zweiten Contest. Und jetzt halt bei den letzten beiden. Aber da wir statt nur, man sieht mich gar nicht mehr. Oh, ein Moment. So. Du bist gerade sehr unterbelichtet. Jetzt müsste es aber wieder gehen. Ja. Jetzt habe ich schon. Ich bin zum Lichtschalter gegangen. Ich habe vergessen, wovon ich gesprochen habe. Weiß es nicht mehr. Wahnsinn. Chris Rausch. Ich weiß es nicht mehr. Naja. Ja. Ich hätte jetzt gesagt. Ach, das Shannon! Ich wollte ja eigentlich heute mal mehr beim Stream dabei sein. Aber ich habe nach dem Tag heute leider komplett. Ich bin nach dem Tag leider komplett fertig. Ich werde daher heute leider höchstens nur noch lurken können. Nächstes Mal versuche ich mehr dabei zu sein. Ich versuche ja auch. Ich versuche ja auch regelmäßiger zu streamen jetzt. Ich habe das ja jetzt ungefähr. Also nach dem letzten Stream ist ja jetzt ungefähr ein Monat vergangen und ich möchte das versuchen so beizubehalten. Ja. Letztes Mal war zumindest Schwierigkeiten bei der letzten Stages. Genau, also beim Dennis sollte ja dann helfen noch,
die 250.000 in Philadelphia zu holen und das den Contest da am Ende zu machen. Aber da wir ja statt den 3 Special Tricks dann 5-mal endlich eingestellt haben, ja, haben wir das dann doch alleine geschafft. Wo ich doch so ein bisschen stolz bin. Aber wir sehen uns dann ja auch morgen. Das stimmt, genau. Denn falls gerade Leute zugucken, die noch nicht wissen, Dennis streamt morgen, der Zug zu, wie auch hier auf Twitch, ZUGZUJ. Ich glaube ab 12, wurde mal eben irgendwann gesagt, aber ich habe mir das Video selbst noch nicht angeguckt, das Ankündigungsvideo. Ich glaube ab 12. So, ich gehe dann jetzt mal los, eine rauchen und dann mache ich mich los. Alles klar. Ja, fände ich nice, wenn du öfter streamen würdest. Ja, das Schöne ist auch, ist jetzt nicht mehr so ganz viel mit Aufwand verbunden, weil ich halt meinen Greenscreen nicht aufbauen muss. Ja, deswegen ist das ein bisschen einfacher jetzt. Also das tut mich auf jeden Fall auch schon mal ein bisschen dahin führen, dann ein bisschen öfter zu streamen, weil ich halt faul bin. So. Ja. Ich habe ja eigentlich gesagt, dass ich heute noch 4 zocken möchte. Aber da wir jetzt schon fast 8:30 haben, werde ich dann 4 wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, werde ich mir 4 fürs nächste Mal aufsparen. Ich drück mich einfach nur von dem Spiel. Irgendwie erwische ich deine Streams deutlich besser als die von Dennis. Ja, einfach mal morgen. Einfach mal morgen beim Dennis einschalten. Punkt. Angst? Ja. Todesangst. Ich bin mega der Schisser. In Spielen noch heftiger als in Filmen. Weil. Bei Filmen ist das so, du kannst halt die Hände vors Gesicht tun oder irgendwo anders hingucken und so, wenn du denkst, da kommt was. Aber bei Spielen, du musst halt wirklich hingucken und du tauchst halt so ins Spiel rein und da finde ich das um einiges schlimmer als in Filmen. Und ich bin eigentlich keine Horrorspielfrau. Und ja. Ich habe das mal angefangen, das Spiel. Da habe ich ein Kapitel habe ich komplett gespielt und dann das zweite und da habe ich dann aufgehört. Liegt eher am Zeitplan als daran, dass ich es verpeile. Aber morgen ist ja Feiertag, das müsste eventuell passen. Ja, dann sehen wir uns ja morgen vielleicht. Was steht hier überhaupt? Ich sehe das gerade gar nicht. Sind, glaube ich, nur Leute, die anderen. Achso, danke. Dankesgezumpel. Und irgendwelche Sachen. Da stehen bestimmt auch lustige Sachen. So. Gut. Ich glaube, der Dings ist auch. What? You're still here? Go do something productive. Ja, ich spiele ja jetzt gleich noch was. For example. Build a skatepark and email it to parks@neversoft.com. Wie ist das eigentlich, wenn man das da heute noch hinmacht? Or you could start a home safety program for your school and neighborhood. Whatever. Just do it. Mich hat Horror nie so gereizt. Hatte jetzt nicht richtig Angst, aber ich fand die meisten einfach nur so, meh. Help solve world hunger and clean up our oceans. Donate some money to the Can the Whales Foundation or pick your lazy ass up off the couch and go skate. Sequel ideas. Tony Hawk's Pro Skater 3 at neversoft.com. But we're not paying you, so don't ask. Peace out. Das ist nett. Das ist voll süß. Gefällt mir.
So. Dann hoffe ich mal, ich denke mal, dass die jetzt durch sind. Dann hoffe ich mal, dass euch das Live-Let's Play zu Tony Hawk's Pro Skater 2 gefallen hat. Jetzt sind wir auch in der Reihe wieder, noch nicht ganz. Also wir sind jetzt auf jeden Fall, ich hatte mal Tony Hawk's Pro Skater 3 gespielt, das war so einfach mal mitten rein grätscht. Jetzt sind wir da jetzt 1, 2, 3, sind wir schon mal schön. Jetzt habe ich aber noch diesen Strang zwischen 3 und Wasteland. Den müssen wir auch noch irgendwann verbaseln, aber das dauert noch. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wir sehen uns dann hoffentlich bei meinem nächsten Live-Let's Play oder sonstigen Let's Play wieder.